ICE 1582 München Hauptbahnhof, Lübeck Hauptbahnhof. Es ist 12:58 Uhr. Fahren Sie diesen Intercity Express von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Fahren wir die Baureihe 406 von der Deutschen Bahn, 455,5 Tonnen schwer, 8 Wagen im Zugverband und 199,4 Meter lang auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3D. Denn ich spiele das und damit das 500. Video, was online geht auf meinem, beziehungsweise in diesem Moment, wenn ihr das seht, auch online ist auf meinem Kanal. 500 Videos. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Dies hier ist ein Userwunsch, ein Abonnenten-Special. Ihr hattet ja genug Zeit, euch ein Video zu wünschen von TSC Classic oder TSW 3. Und dieses hier wurde sich gewünscht mit einem ICE von Hamburg nach Lübeck. Und genau das habe ich jetzt umgesetzt. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir unseren Zug erstmal aufrüsten, würde ich sagen. So. Ich habe mir extra mal das Wetter ein wenig, wie soll ich sagen, ja, ein wenig anspruchsvoller gestaltet. Ich glaube, das ist auch mal schön. So, kümmern wir uns mal kurz um die AFB hier. So. Dann müssen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Ihr seht, wie es blitzt. Es ist ordentlich was los. So. Ach ja, da wollte ich noch eben ganz kurz schauen. Irgendwie kommt mir das Spiel so laut vor. Habe ich es mir gedacht. Das ist irgendwie. So. Und ich glaube, dann können wir auch losfahren. Ne, 13 Uhr, ja, es passt ja. Ist doch schon ordentlich was los. An diesem Vormittag oder Mittag ist es bereits hier im Hamburger Hauptbahnhof. Rush Hour, wie ihr seht. Also hier sind einige Fahrgäste unterwegs. Und ja, wir haben jetzt hier gleich Ausfahrt. Hier sind auch ganz komische Zusammenstellungen. Ihr seht, zwei Züge auf einem Gleis, das hat meistens kein gutes Ende. Was ist hier noch los? Ja, es ist wie gesagt ordentlich was los hier. Also Wahnsinn, es ist wirklich ordentlich Verkehr. Haben wir denn hier dran stehen? Nicht einsteigen. Das ist eher schlecht, weil wir jetzt jeden Moment Abfahrt haben. So, wie verriegeln die Türen? Lösen die Bremse. Ach, wir müssen die AFB noch einstellen, um Gottes Willen. So, jetzt aber. Auf geht's! Nächste Station, Lübeck Hauptbahnhof. So, können wir uns befreien? Das ist ordentlich am Schütten. So, jetzt dürfen wir uns weiterhin nicht befreien. Bleiben schön bei 40. Haben sowieso eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 45. Von daher bleiben wir einfach bei 40, bis wir den Hauptbahnhof und den Weichenbereich verlassen haben. So, ich sollte einfach mal Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Ich denke schon, ist das Spiel so laut. So, dann sind wir auch gleich schon 60. Wie gesagt, dies ist ein Userwunsch, ein Abonnenten-Special, Abonnentenwunsch, wenn man so will. Und ja, den setze ich hier um. Wie gesagt, ihr habt ja 6 Tage Zeit, euch
euch das 500. Video zu wünschen, was es werden soll. Einer hat sich gemeldet und ja, dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Oh, oh, oh. Zugbeeinflussung. So, können wir uns befreien? Zugbeeinflussung. Und dann begeben wir uns hier langsam aus dem Hamburger Hauptbahnhof hinaus. So, 60. So, und wettermäßig habe ich mir das einfach mal ausgesucht, weil wie gesagt, immer Sonne oder so, das ist ja auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Und dynamisches Wetter könnte ich, hätte ich natürlich auch nehmen können, aber da passiert meistens nichts. Also in der Regel wird das dann ein bisschen wiesig und gegen Ende des Szenarios fängt es dann vielleicht ein bisschen an zu regnen. Und deswegen habe ich das jetzt alles mal so ein bisschen eingestellt, Benutzer definiert, alles auf Maximum, Nässegrad, Windstärke, Bewölkungsgrad, Niederschlag habe ich auch alles auf Maximum gestellt und ja, dann kommt sowas dabei raus, ein amtlicher Sturm, beziehungsweise ein amtliches Gewitter, sagen wir mal so, was ja durchaus Bahnalltag ist. Ui, da war aber ein gescheiter Blitz. Oh ja, doch. Gehört, ist ordentlich am Donnern. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Fahrt hier fortsetzen. Sicher. Gen Lübeck. Wie gesagt, dieser Zug kommt von München. Die Stadt, in der ich heute in einer Woche sein werde. Ui, das sind aber feine Blitze. Wunderschön. Ich für meinen Teil hoffe ja, dass ich dann einigermaßen schönes Wetter habe. Also es muss nicht, wer weiß, wie warm sein, das um Gottes Willen. Aber ja, so 15, 16, 17 Grad und trocken wäre schon sehr, sehr angenehm. Also wenn ihr da Informationen habt, wie das Wetter nächste Woche werden soll in München, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wäre für mich sehr hilfreich zu wissen. So langsam kommen wir dann der Reisegeschwindigkeit auch immer näher. Wir sind gleich 140. Aber was mich noch mehr interessieren würde, kann man das hier einstellen oder nicht? Zielanzeiger. Aber wahrscheinlich geht das nicht bei diesem Zug. Schade eigentlich, weil nicht einstellen ist ja jetzt eigentlich eher nicht richtig. Aber ja, dem ist dann halt wohl so, dass man das eben nicht kann. Während uns hier ein RE entgegenkommt. So, 140. Schade eigentlich.
Hier zum Beispiel seht ihr AFB 140 km/h. Kann man das immer schön stehen. Ich kann auf den Himmel nichts einstellen. Kann. Beleuchtung, Zugverband. Beleuchtung 1, Beleuchtung 0. Also Beleuchtung ist 1. Hier seht ihr das Datum. Samstag, 26.08.2023, 13:07 Uhr. So spät haben wir es jetzt noch nicht. Aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber das Datum stimmt immerhin. Grundbild, Beleuchtung 1. Zieleinzeiger kann man hier anscheinend nicht einstellen. So. Gleis 8 werden wir dann einfahren in Lübeck. Aber es wird ja jetzt auch in der Realität immer mehr frühherbstlich. Oh, da war wieder ein feiner Blitz. Der Sommer ist weitestgehend, glaube ich, soweit vorbei. Zumindest für die nächsten Wochen. Die Hitze hat sich erstmal verabschiedet. Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Freund der... über 30 Grad, da bin ich nicht so der Freund von. Es gibt da natürlich Leute oder Menschen, die das natürlich auch mögen, die da gar nicht genug bekommen können von, aber ich gehöre da nicht dazu. Ich mag es eher gemäßigt zu 25 bis 28 Grad, vielleicht noch 30 Grad, dann ist aber Schluss. Dass man vielleicht auch mal schwimmen gehen kann und so, alles schön, alles fein. Für die Kids war das vielleicht nicht so schön in den Ferien, kann ich absolut verstehen, aber wie gesagt, ich brauche das nicht so 30, 35, 40 Grad, das ist einfach too much. Von daher bin ich ganz froh, dass es jetzt wieder so ein bisschen kühler wird und vor allem bei der Arbeit ist das auch schöner. Aber ja, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Oi. Also ich finde diese Blitze finde ich wunderschön beim TSW. Ich bin echt gespannt, wie das beim TSW 4 umgesetzt wird mit dem Wetter, wie die Effekte da sind, ob das da noch ein bisschen stärker dargestellt ist, noch ein wenig detailreicher. Insgesamt bin ich auf das Spiel gespannt. Ich habe es mir bereits vorgestellt. Deluxe-Edition. 25% vom Originalpreis. Ja, reduziert. Solange der Presale andauert, ist noch bis zum 26.09.2023 der Fall. Ab dem 26.09.2023 kostet das Spiel wieder in all seinen Versionen zum Originalpreis. Da gibt es ja aber die Standard-Edition, die Deluxe-Edition und die Special-Edition, wobei die Special-Edition schon ordentlich ins Geld geht. 104 Euro Originalpreis, wohlgemerkt. Das ist schon ordentlich, finde ich. Aber ja, das muss natürlich jeder selber wissen, ob er sich das zulegt oder nicht. Die Deluxe-Edition kostet, glaube ich, im Originalpreis 65 Euro, wenn mich das nicht alles täuscht. Irgendwie sowas. Und die Standard-Edition, glaube ich, 45 oder 35 Euro, irgendwie sowas. Ich habe die Preise jetzt nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall sind sie jetzt im Moment 25% weniger im Vorsteller, im Vorbestell-Sale, sage ich das mal, Pre-Sale. Ja, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das euch schon zulegt oder ihr könnt natürlich auch zum 1.9. machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird. Ich bin auf die neue Vectron gespannt, wie die sich fahren lässt, wie der Sound von der ist. Ich bin auf die österreichische Strecke Vorarlberg gespannt. Ich bin auf die Szenarien gespannt, auf die ganzen Details, auf die
da auch einfach auf alles, auf jedes einzelne Detail, wie die Züge gefahren, was die Strecken sind, wie die Details sind. Also da bin ich wirklich drauf gespannt und wie gesagt, jeder, der sich das Spiel im Pre-Sale zulegt, hat natürlich auch 4 Tage früheren Zugriff drauf. Ja, der muss nicht bis zum 26.09. warten, sondern hat bereits ab dem 22.09.2023 Zugriff drauf. Auf TSW 4. Release, offizieller Release, 26.09.2023. Es gibt ja schon diverse Videos bei YouTube zu, von unter anderem von Felix der Weise, der da schon ordentlich Infos zu gegeben hat. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da euch noch weiter informieren wollt. Alle anderen Informationen gibt es natürlich bei Steam, bei DTG, unter TSW4. Da könnt ihr euch natürlich auch meckert, dass ich die ganze Zeit ein bisschen zu schnell fahren, aber ist jetzt auch schon wieder egal. Da könnt ihr euch natürlich auch weiter informieren, was euch da alles so erwartet. Ich für meinen Teil bin da echt drauf gespannt. Werde euch natürlich selbstverständlich, sobald es verfügbar ist, ein erstes Kennenlernvideo, Präsentiervideo mit der neuen Lok auf der neuen Strecke vorstellen, präsentieren. Auf meinem Kanal ist ja ganz selbstverständlich. Also freut euch da schon mal drauf. 22.09.2023 TSW4 Präsentation auf meinem Kanal. Streicht euch das ganz dick im Kalender an, damit ihr ja nichts verpasst. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, Glocke aktivieren, ganz ganz wichtig, da verpasst ihr nie wieder irgendwas von mir, wenn ich ein neues Video veröffentliche, Community Post und. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und Abo nicht vergessen. Auch ganz klar. So, gleich haben wir 90. Müssen wir wieder so ein bisschen hier auf die Strecke konzentrieren. Hier nicht in die PCB-Falle rasen. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja mal so ein ähnliches Szenario, wo ich auch ein ICE3 von Hamburg nach Lübeck, beziehungsweise von Lübeck nach Hamburg gefahren bin. Ich hatte da ein ähnliches Wetter und ihr wisst, wie das geendet ist. Für alle die das gesehen haben, ihr wisst, wie das geendet ist. Horrorzug im Geisterszenario, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so kommt. Gerade so geschafft. Ganz ruhig jetzt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Mein Gott. 80, so. Ich glaube, das wäre jetzt mal auf der sicheren Seite. Wir haben gleich rot, um Gottes Willen. Jetzt haben wir wieder grün. Also ist es wieder so ein Szenario, wo wieder alles auf einmal kommt. So, ich glaube, wir sind erstmal safe jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir auf einmal rot bekommen hier. Ist das Szenario jetzt auch noch Action hier? Geladen. Actionreich. Wahnsinn. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wenn einmal am Quatschen ist und nicht aufpasst, dann hat man ruckzuck Probleme hier. Aber alles im grünen Bereich. Alles abgefangen, alles erledigt, alles gut gegangen. Jetzt haben wir wieder rot gleich. So, die letzten 30 Kilometer gestalten sich wieder als sehr, sehr schwierig, beziehungsweise sehr, sehr,
arbeitsintensiv, sage ich mal. Hat das mit dem Wetter zu tun, dass wir hier vielleicht Gleissperrungen haben? Möglich ist alles. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei 80, weil in 2,5 Kilometer mal rot. Warum brauchen wir jetzt nicht großartig beschleunigen? Weil wir wahrscheinlich eh gleich wieder ein gelbes Vorsignal haben werden, wo wir dann quittieren müssen und da können wir dann auch gleich direkt bei 80 bleiben. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Die Blitze zucken hier noch und nöcher. So, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir jetzt mal ein bisschen hier auf die Strecke gucken. Jetzt hier kein rotes Signal oder sonst irgendwas überfahren, das wäre sehr schlecht, weil erst das Szenario beendet. So, da haben wir nämlich das bekannte gelbe Vorsignal, wo wir jetzt mit Sicherheit quittieren müssen. Natürlich. Und dann können wir die Geschwindigkeit komplett wegnehmen, beziehungsweise die Leistung. Ich kann da langsam in die Bremse gehen. Jetzt haben wir wieder grün. Wie lange? Warten wir einfach ab bis zum nächsten Hauptsignal, dass es beim Grün bleibt. Also das nächste Hauptsignal, ob es grün ist oder wieder rot. Können wir befreien auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir gleich das nächste Hauptsignal. Das Grün jetzt. Nein. Also das wird wieder so eine richtig schöne Kriechfahrt bis zum Hauptbahnhof. Und jetzt lauter rote Signale vor uns. Jetzt wahrscheinlich irgendwo. Nehme ich mal stark einen Zug vor uns, ein langsamerer Zug auf unserem Fahrweg, der nicht schnell genug ist und ja. Deswegen sind die Blöcke immer gesperrt und sobald ihr den Gleisblock verlassen hat, springt das Signal dann wieder auf grün und sobald wir dann in den nächsten Block einfahren, wo dann auch noch der langsamere Zug sich drauf befindet oder in dem er sich befindet, haben wir natürlich rot. Ja, das wird jetzt das nächste Spiel sein, es sei denn, der Zug fährt irgendwann mal irgendwo am Bahnhof ran, wenn er praktisch auf Seite fährt und wir können dann überholen, dann haben wir natürlich wieder durchgehend grün. Aber solange das nicht der Fall ist, werden wir jetzt dieses Wechselspiel haben von grün und roten Hauptsignalen. Ihr seht es nämlich. Genau das ist nämlich der Punkt. Sobald der langsamere Zug vor uns unseren Gleisblock verlassen hat, bekommen wir grün, fahren wir in seinen Gleisblock wieder rein, ist wieder rot. Genau das ist jetzt das Wechselspiel hier. Ihr seht, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das ist wieder grün. Können wir jetzt beschleunigen oder ist das nächste Hauptsignal wieder rot? Wir wissen es nicht, ehrlich gesagt. Ist der Zug jetzt auf Seite gefahren oder nicht? Wir können ja mal beschleunigen. Sollte das nächste Hauptsignal, das übernächste Hauptsignal dann wieder rot sein, müssen wir halt wieder in die Bremse gehen. Also die Blitze zucken hier ordentlich, muss man schon sagen. So, 1 Kilometer, dann müssen wir auf das übernächste Hauptsignal rot ist.
ob wir jetzt grüne Welle haben. Vielleicht haben wir auch einen Güterzug vor uns, der jetzt auf die Seite gefahren ist. Wir wissen es nicht, was da vorne los ist. So, wir scheinen eine grüne Welle zu haben, zumindest vorläufig. Auch das nächste Hauptsignal ist grün. So, scheint erstmal sich erledigt zu haben mit den roten Signalen. Anscheinend ist das Hindernis, was es auch war, beseitigt worden. Beziehungsweise ist an die Seite gefahren. Sodass wir als Fernverkehr natürlich priorisiert freie Fahrt haben. So, hier ist nämlich ein Ausweichgleich. Ausweichgleich. Boah, sag das mal, versuch das mal zu sagen. Ausweichgleis. Meine Güte. Aber nichts, ein rotes Signal. Naja. So, 20 Kilometer noch bis Lübeck. Oh ja, da kommt der Regionalverkehr. Der 143 hinten dran, wenn ich mich nicht irre. Könnte natürlich auch nur 112 gewesen sein, aber ich tippe doch mal eher 143. Wunderschön. Wunderschön. Also das Wetter wird sich jetzt in der nächsten Zeit nicht ändern, weil wie gesagt, ich das extra so eingestellt habe. Also wundert euch bitte nicht, warum das Wetter jetzt die ganze Zeit so ist. Es ist kein dynamisches Wetter, es ist benutzerdefiniert. Da kann man sich das hier so einstellen, wie man das gerne haben möchte. Ich hätte noch Schnee einstellen können, da hätte ich aber ein anderes Datum nehmen müssen. Weil Schnee im August ist äußerst selten. Wobei, wenn sich das Klima weiterhin so verschiebt, wird auch das wahrscheinlich irgendwann so weit sein. Aber ist ein anderes Thema, daran möchte ich lieber gar nicht denken. Dann sitzen wir irgendwann im T-Shirt unter Weihnachtsbaum draußen im Garten wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, noch 14 Kilometer. Haben wir diese Fahrt erledigt durch ein doch sehr gewittriges, feuchtes, stürmisches, ja, möchte fast sagen, frühherbstliches Wetter. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Wunschszenario eines
Abonnenten umgesetzt. Ein Wunschszenario, was sich anlässlich meines 500. Videos auf meinem Kanal gewünscht wurde. Wie gesagt, ihr hattet Zeit genug, euch da eins auszusuchen. Ja. Das nächste Wunschszenario gibt es dann wieder in 100 Videos. Oder bei einer bestimmten Abozahl. Das nächste Abonnenten-Special gibt es bei 5000 Abonnenten. Da dürft ihr euch dann auch wieder ein Video aussuchen. Je nachdem, was zuerst passiert, entweder das 600. Video oder 5000 Abo-Special. Also empfehlt meinen Kanal weiter. Abonniert mich für alle Neuen. Abonniert mich. Alle, die neu auf meinem Kanal sind, abonniert mich. Jedes Abo zählt, desto eher komme ich an die 5000 ran. Und dann gibt es wieder ein Abo-Special für euch, wo ihr euch dann wieder ein ganz bestimmtes Video aussuchen dürft. Teilt meinen Kanal gerne. Empfehlt meinen Kanal. Auch ein kurzes Wort zur Kanalmitgliedschaft. Auch diese könnt ihr euch gerne ansehen, euch das schlau machen, informieren, was für euch die perfekte, ja, das perfekte Paket ist, sage ich mal. Oder Mitgliedschaftsstufe, so nennt man das. Schaut es euch an, was wir euch da gerne, was für euch das Richtige ist, was ihr im Monat für mich, ja, investieren wollt, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr habt Vorteile davon, ganz, ganz klar. Mir wird's helfen und ja, schaut euch die PayPal-Spende an, die ich ja unter jedem Video verlinkt habe. Auch da könnt ihr einen Betrag eurer Wahl senden. Wie gesagt, alles im Dienste und im Interesse meines Kanals. Es wird euch alle allen zugutekommen, weil ihr nämlich dann besten Content geboten bekommt, weil ich jeden einzelnen Cent wieder in neue Games und neue Add-ons und neue DLCs investieren werde. Wäre schön, wenn ihr euch da so mal so ein bisschen schlau macht und vielleicht den einen oder anderen Euro über habt und auch die Kanalmitgliedschaft. Schaut es euch an. Super Thanks wäre auch ganz geil. Das klingt immer so danach, als ob ich da so nach Bettel, ist aber nicht der Fall. Ich will euch einfach noch aufmerksam machen, weil ihr das vielleicht gar nicht wisst. Weil es kommen ja immer noch neue Leute zu YouTube und die da vielleicht noch nicht so viel Ahnung von haben. Deswegen hier nochmal meine Erinnerung. Es gibt einmal die Super Thanks Funktion, mit der ihr euch ganz besonders bei mir für alle meine Videos bedanken könnt. Auch da ist der Betrag individuell. Es gibt die Kanalmitgliedschaft für verschiedene Kanalmitgliedschaftsstufen. Für einen gewissen Betrag im Monat erhaltet ihr gewisse Vorteile. Und es gibt, wie ich ganz persönlich, die so mit YouTube eigentlich nichts zu tun hat, das ist von mir persönlich gemacht, eine PayPal-Spende. Ich werde euch den Link unter jedem Video setzen. Dann, wenn ihr auf diesen Link klickt, spendet ihr noch nicht automatisch. Ja? Ihr könnt da ruhig draufklicken, da passiert noch gar nichts. Dann kommt ihr direkt zu meiner PayPal-Seite und dann steht da PayPal, beziehungsweise Geld senden. Entschuldigung. Oh, wir müssen mal. Oh, ich muss noch mal ein bisschen. Da steht da PayPal, beziehungsweise Geld senden. Da könnt ihr dann auch den Betrag eurer Wahl ja, senden. Also schaut es euch an. Es würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen, wenn ihr da irgendwie was überhaupt. Wie gesagt, es kommt. Es wird alles in dem in meinem Kanal in neue Add-ons, in neue DLC, in neue Games investiert. Also es ist nicht für meine persönliche Bereicherung, sondern alles für meinen Kanal. Alles für neue Games, für neue Add-ons und ja, schaut es euch einfach mal an. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen und mich sehr freuen. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns wieder so ein bisschen auf der Strecke um. 90, wie gesagt, das hätte ich beinahe verpasst gehabt durch das ganze Gelaber. Haben wir es noch 4 Kilometer bis zum Bahnhof. Wenn wir hier mit Sicherheit gleich quittieren müssen. Und dann runter auf 80. Sieht mal ganz stark von aus. Oh, 60 gleich. Dann wollen wir mal ein bisschen tiefer gehen hier. So.
Bumper drücken. Sehr gut. Super. So, da kommt wieder Kryptieren wahrscheinlich. Nee, doch nicht, aber 60, die wir jetzt gleich haben müssen. Sind wir ja bereits. So, da 60. Gleich hier das Vorsignal, das nächste Hauptsignal ist rot, was bereits in Lübeck am Bahnsteig stehen wird. Und daher sollte uns das nicht mal allzu viel tangieren. Fahren jetzt hier schön geschmeidig in den Lübecker Hauptbahnhof ein. Also es sind ja noch 200 Kilometer, bis wir tatsächlich da sind. So, Gleiswechsel, wir sind auf die 60. So, dann haben wir es gleich geschafft. Gleich auch 500 Hertz von Gerät haben, kurz vor dem roten Signal. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall kritisieren, das ist gelbe Vorsignal. Zack. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen bremsen hier. Mindestens auf 40 runter. So, und dann sind wir schon in Lübeck. Wunderbar. So, dann fahren wir hier schön bis zum Haltepunkt zwischen einem IC und einem RE. So, können die Türen öffnen und die Scheibenwischer ausmachen. Die brauchen wir hier nun wirklich nicht, die unter Dach. Steigen wir mal aus und schauen uns hier so ein bisschen um. Sehen, was dort auf der Anzeige steht.
Bitte nicht einsteigen. ICE 1582. Folgezüge sind der ICE 1581 auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Dort kommt unser Zug gerade her. So, der hat RE 40 Hamburg, RE 80 Hamburg Hauptbahnhof. Dahin. Bitte hin. So, wir haben Gold erhalten. Das ist wunderbar. Haben gebraucht 39 Minuten und 6 Sekunden für diese Fahrt. Ich bin Level gestiegen, Level 56. Das ist auch schön. Ja. Das hat mich soweit gefreut. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. An denjenigen, der sich das gewünscht hat, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wäre sehr schön, wenn du ein Feedback da lässt. Alle anderen, wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit ein Video wünschen. Wenn ihr da besondere Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt es mir per Instagram, per DM. Ich werde versuchen, das dann umzusetzen, soweit es möglich ist. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche, Samstag, wird es kein Video geben. Ihr wisst Bescheid. Ich bin ja dann in München und ja, freue mich da ganz besonders drauf. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer Dedenis Spieters. Macht's gut. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Bye. Bye.